many things that held us down. Right now it looks like things are finally coming around. I know you got a long, long way to go. Where we end up, quiet. We do know. We won't let nothing, nothing hold us back. We gotta get ourselves together. And we gotta polish up our head. No Stopping Us Now, das ist die Black Power Hymne der 80er. Wir müssen die Jury hören, nachdem sie gerade Standing Ovations gegeben hat. P, so euphorisch habe ich dich ja noch nie erlebt. Ja. Also, New Life, ich fühle mich 10 Jahre jünger. Das ist eine unglaublich schöne Energie gewesen, hat mich vom ersten Takt mitgenommen. Grandiose Solisten. Wenn es irgendeine Kleinigkeit anzumerken gäbe, wäre es vielleicht der Schwierigkeitsgrad dieses Titels. Also wenn man das Arrangement betrachtet, sagt man, das ist eine super geile Nummer, aber sie läuft eben von vorne bis hinten so durch, wie es gesetzt ist und so. Das wäre wirklich Haarspalterei, oder? Find das sollte man geil, eigentlich ja? Gar nicht aussprechen. So. Nee, eben, nein, genau. Man sollte sagen, es war geil. Nein, wunderschönen Haaren, ja, ja. Hat Haarspalterei nichts zu suchen. Also wenn ich das aber aufgreife, aus der Not eine Tugend, weil diese Bläsereinsätze, die da hinten so perkussiv rechts aus der Ecke kamen, die waren auf den Punkt. Ja. Also, ja. Und wenn du so ein Arrangement machst, dann muss das echt auf den Punkt sein. Und wisst ihr, was mir gefehlt hat? Gar nichts. Sag mal, Rolf, jetzt mal ganz ehrlich, von denen nehmt ihr doch jeden im WDR-Rundfunkchor, oder? Also da müsste doch keiner wieder gehen. Nee, da müssen wir jetzt eine Gruppensache draus machen. Ich weiß nicht, ob das geht, müssen wir einfach mal erkundigen. Aber könntest du denn so tanzen? Also wenn die jetzt gewinnen, da, ne? Also da reicht die Sendezeit nicht für aus, mir das vorzubringen. Ich würde das nämlich sehr gerne mal sehen wollen. Okay, okay. Ja, ich komm. Komm, wir können nur den Anfang, könnten wir doch mal. Also ich bin da mehr für den Klang so zuständig und also was nice. Ihr da wirklich auf die Beine, in die Ohren bringt, ist einfach wirklich eine unglaubliche Power. Das ist Wahnsinn, was man mit einem Chor machen kann. Wirklich, wenn man sagt, ein Klang, ist immer so ein bisschen negativ, ihr habt einen Klang und damit macht ihr einfach alle Herzen auf. Super. Henning, die Mädels und Jungs, sie haben in diesem Song immer mal wieder gesungen, they got the groove. Da ist ja nur Groove, oder? Also erstmal praise the Lord. Also das war wirklich großes Glück. Ah, oh, Mann. Und also mir ist das fast schon peinlich, überhaupt hier zu sitzen und euch irgendwie was über eure Performance zu erzählen, weil im Prinzip habe ich so das Gefühl, dass euch total egal, was wir dazu sagen, weil ihr habt so einen Spaß beim Singen. Ja, und das ist eigentlich genau das, worum es geht. Seid ihr alle in der gleichen Kirche?
Singt ihr auch in der Kirche zusammen, so in der Formation? Nein. Ah, oh, ich wollte mir jetzt eine Adresse abholen, wo ich jetzt jeden Sonntag zur Kirche gehen kann. Also dann würde ich sagen, macht Gottesdienst für mich halt eben auch wieder richtig, richtig Spaß. Ich habe letztes Jahr habe ich in Harlem mal eine Kirche besucht, in der ich auch sowas erlebt habe. Aber das war ja hier Gospel Funk. Ja? Also das war ja, der Oberwahnsinn. Ja. Und hier, das zwei Sachen. Ihr beide müsst auch mal ein Auge hier auf die Jury werfen, ja? Oder auch mal auf die Band. Habt ihr das gesehen, wie die Cassandra abgegangen ist? Nee. Also, und ich hatte nur Augen für den Chor. Ja. Aber das wollte ich nochmal sagen, wenn man auf Tour ist zum Beispiel und in kleineren Kneipen spielt und das Barpersonal anfängt zu tanzen, dann ist da alles geschafft. Und hier sind die Leute aufgestanden und selbst die Coaches waren ja auch. Mit vollem Körper dabei. Wenn du schon mal beim Personal bist, was sagt denn das Trainerpersonal, Christina? Ja, schön, dass ich auch mal was sagen darf. Also ihr habt das wirklich so geil gemacht, da fliegen die Herzen zum Himmel. I love. Ich würde trotzdem gern noch eins wissen von euch. Henning hat das ja gerade schon angesprochen, wie häufig ihr zur Kirche geht, sagt ihr, nee, macht ihr gar nicht. Wie wichtig ist aber ein gewisser Glauben für das, was ihr hier tut auf der Bühne? Der Glaube bedeutet uns sehr, sehr, sehr viel, weil Jesus Christus ohne ihn, durch die Gnade Gottes, wären wir alle nicht hier oder hätten wir überhaupt nicht die Stimme, die wir überhaupt euch präsentieren oder die Freude, die wir verspürt, wenn wir jetzt singen. So. Und das ist das, was uns wirklich ausmacht, oder nicht, Jungs? Dann ist das der New Life Gospel Choir aus Düsseldorf. Der hat die Endziffer 6. Am Ende der Sendung dürfen Sie anrufen. Dankeschön, großen Applaus.